muss ich eigentlich Christ, seine christlichen Glauben anhängen, um mit einem Kurs in Wundern arbeiten zu können? Nein, muss man nicht. Also obwohl der Kurs uns hier im christlichen Abendland abholt, ja, da wo wir zu seinem Glauben jetzt in der westlichen Welt, Katholizismus, Freikirchen, wie auch immer, das Christentum als solches hat uns ja geprägt über 2000 Jahre. Und das spielt natürlich schon eine Rolle und für uns ist der Kurs in diesem Sinne ja auch geschrieben oder durchgegeben worden, dass er ja eine sehr christliche Sprache verwendet, die auch manchen Leuten Probleme bereitet, aber mit einer anderen Terminologie zum Beispiel. Ja? Also Sühne zum Beispiel als ein Begriff ja meint nicht Buße oder so Strafe, Sühne, ja, sondern Sühne meint die Korrektur des Irrtums. Der Kurs geht davon aus, dass es keine Sünde gibt im strengen Sinne, sondern nur verrückte Vorstellungen. Wir träumen diese Welt so und das ist eine verrückte Vorstellung. Und diese Vorstellung muss korrigiert werden und das ist der Sühnegeist. Und der Sühnegeist hilft uns im Prozess der Heilung. Ja? Also der Heilige Geist als der Vollzug der Sühne in uns dient unserer Heilung. Und insofern, es sind christliche Begrifflichkeiten, klar. Aber die Bedeutung ist zum Teil eine andere. Und auch wenn hier Jesus in diesem Sinne im Kurs ja zu uns spricht, ist das nicht in dem Sinne der Jesus im Bibelverständnis, im klassischen. So. Ja, muss man sehen. Also da ist doch eine andere Qualität zu finden. Ich habe mich oft gefragt, so in der Bibel, ja, war Jesus wirklich so? Ne? Hat er jetzt da wild losgelegt und mit der Peitsche die Leute aus dem Tempel getrieben? Hatte er das nötig? Ja? Also würde er das heute so tun? Nicht? Was ist der Ausdruck der Liebe? Das ist ja eine spannende Frage. Und da habe ich hier und da doch meine Zweifel vom Verständnis her. Aber eine Bibeldiskussion ist generell müßig. Sie bringt nichts. Es geht mir mehr um den praktischen Vollzug und die Nutzung der geistigen Werkzeuge in einem Kurs im Wundern. Und wir müssen nicht über die Bibel diskutieren. Die Bibel ist große Literatur in gewisser Weise. Sie stellt das Drama der Menschheit dar. Und das ist Hauen und Stechen, Blutvergießen, Schuld und ja, also Vergeltung und Angriff und was da alles abläuft. Dramatisch. Beginnt ja schon im Alten Testament. Und der strafende, rächende Gott, der eifernde Gott, ja, der heute mal einen guten und morgen einen schlechten Tag hat und man weiß nicht, wie man dabei wegkommt. Das ist ein sehr menschlicher Gott. Der Gott, den wir ja lieben und fürchten sollen. Und ich meine, das hat mit der wirklichen Liebe, dem reinen Geist, so nichts zu tun. Es sind menschliche Bilder, die wir in den Gottesbegriff projiziert haben. Und diese Projektion, die müssen wir hinterfragen. Was ist das für ein Gott, der von einem Vater den Sohn haben will, ja, als Menschenopfer? Was ist das für ein Gott? Ein Sadist? Was läuft da ab? Was soll das? Ja, das muss man ja mal hinterfragen. Und da habe ich schon meine Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Also wenn der reine Geist, sagen wir es mal so, der reine Geist, die geistige Welt, kennt keine Form. Sie ist für uns überhaupt nicht fassbar. Sie ist völlig abstrakt, die reine Liebe. Und was wir hier erleben, ist ja nun generell Form, ist Trennung, ist Spaltung, viele Menschen, viele Körper, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Zeitlinie. All das gibt es im Geist nicht, im reinen Geist. Und wir haben uns einen sehr menschlichen Gott geschaffen, das ist sicher in der Bibel jetzt. Und der ist wahrscheinlich noch ganz, ganz anders, als wir glauben, so allgemein. Insofern ist für mich ein Kurs im Wundern auch eine Korrektur des Christentums. Also ein erweitertes, vertieftes Verständnis. Und es ist gut, dass wir das in dieser Form haben. Ich meine, ich selber habe einen Bezug zu Jesus, der ist da. Und es hat sich aber gewandelt, das Verständnis, das ich so im Laufe meines Lebens entwickelt habe. Und es ist heute ein anderes als vor 20 Jahren, eindeutig. Und dafür bin ich dankbar. Es ist ein Bild heute, das mir ja weniger Angst macht, eindeutig. Also die Angst nimmt ab. Wenn Heilung gut läuft, nimmt immer die Angst ab. Das ist ein wichtiges Kriterium. Wenn mehr Angst entsteht, würde ich immer sagen, ist das noch ein sinnvoller Weg? Ist das heilsam? Ja? Ich glaube, die Liebe will, dass wir keine Angst haben, dass wir nicht leiden. Und ja, da gibt es schon einiges zu hinterfragen. Von daher, Christ muss man nicht sein. Der Kurs wird von Buddhisten, Hinduisten,
im Judentum wird er praktiziert. Also das spielt überhaupt keine Rolle. Das können Atheisten sein, sogar. Es geht um eine Geistesschulung und das ist das Spannende. Es geht um eine innere Erfahrung, die jeder machen kann. Ich hatte neulich im Toskana-Seminar zwei Damen aus der ehemaligen DDR dabei. Und die eine sagte immer wieder, es ist ja erstaunlich, wir haben nie was von Gott gehört. Aber all das, was du hier so sagst, ja, in der Geistesschulung, ich habe einen Bezug dazu. Das ist mir so vertraut und der Schuldkonflikt, den hatten wir ja auch. Ja. Bloß wir haben das vielleicht anders genannt. Ja? Spannend. Ja. Und im real existierenden Sozialismus ist es sehr menschlich alles. Von daher, was soll's. Es ist egal, wo wir sind in dieser Welt. Jeder kann zu diesem Geistigen finden. Das spielt keine Rolle, ob nun diese Form oder jene Form. Aber der Kurs ist fürs christliche Abendland vom Schwerpunkt her, sagen wir mal, geschaffen. Um uns hier abzuholen. Okay. Das war ja überfällig. Und ich bin sehr dankbar, dass er da ist. Es ist eine ganz große Hilfe. Nur das Problem ist, man muss ihn praktizieren. Also auch die Übungen, diese 365 Lektionen, einfach mal machen. So gut man das kann und dann verändert sich etwas. Viele reden vom Kurs, aber sie haben ihn noch nicht gemacht. Und deswegen, das ist schon wichtig, dass wir da dranbleiben. Okay. Gut. Danke dir. Danke.